Hallo und herzlich willkommen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Und heute gebe ich die Prognose für das erste Deutschlandspiel, Deutschland gegen Portugal. Natürlich spiele ich mit Deutschland und ich habe versucht, die Aufstellung so aktuell wie möglich zu halten. Das heißt, alle, die nicht dabei sind, sind auch nicht in der Aufstellung drin. Und ansonsten, da hat man kurz den Pokal gerade gesehen. Ich habe Anstoß und wir fangen auch gleich an. Ja, und ja, das spiegelt schon richtig den Teamgeist. Hier läuft man ineinander. Ja, wunderbar. Ein sehr genauer Pass. Das macht Hoffnung. So verhält sich ein Weltmeister. Ich bin begeistert. Nein, oh, das wäre Abseits gewesen sowieso. Ah, komm, geht mal ran hier. Ja, nicht so. Aber die Portugiesen fallen ja gerne auch mal immer wieder um, ne? Oh, Podolski. Aber der Winkel war auch zu spitz. Aber eine Ecke rausgeholt, würde ich mal sagen. Manche Ecken sind gefährlich und andere aber nicht. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Und ein Konter. Natürlich ist er schneller mit Ball, wie ich ohne. Oh Mann, der kam nicht durch. Oh, wie schade. Ja! Aber abseits, oder? Oh nein! Aber ganz knappes Abseits. Da liegt der frei rund der Ball. Holt ihn euch.
Ja. Super. Der Pass war ja astrein. Damit ist die erste Halbzeit vorbei. Edschreich. Die schenken sich nichts, aber die haben beide ungefähr gleich. Und wir gehen auch direkt in die zweite Halbzeit. Ach. Ich bin mal dafür, einen Wechsel vorzunehmen. Und ich werde auch direkt komplett wechseln. So, das heißt, vorne Klose, der gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. So, dann nehmen wir noch Schweinsteiger rein. Beziehungsweise. Den machen wir dahin. Oder? Sag, wie werden wir rumbasteln? Nee, Götze vorne hin. Müller auf die Position. Özil. Der dafür rein. Haben wir noch eins? Wie sieht's so aus? Hinten. Hinten werden wir. So. Weiter geht's. In Kürze ein Wechsel an. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Beide Trainer wollen jetzt nochmal frische Kräfte bringen. João Moutinho. Ach Mann! Also ich muss sagen, mit den Deutschen ist echt schwer zu spielen. Oh Mann, das. Da wird der Ball getrennt. Mario Götze. Nein, wieso rennt er ohne Ball los?
Und das gibt Ecke für Portugal. Rote Karte gegen Boateng. Rote Karte. Ja, das war's. 90 Minuten sind rum. Ja, es ist 0-0 ausgegangen. Chancen hier und da, obwohl die Deutschen die größeren irgendwie mehr Chancen hatten. Aber naja, was soll man machen? Also mein Tipp wäre dann 1-1. Nee, Quatsch, 0-0. Entschuldigung. ja. Jetzt war ich gerade etwas durcheinander. Naja, also mein Tipp ist 0-0. Spannendes Spiel. Ich hoffe, das werden wir auch haben und vielleicht doch am Ende das mit einem glücklicheren Sieg für uns. Aber mein Tipp wäre 0-0 und das war's von meiner Seite aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare, lasst ein Abo da, was auch immer. Macht, was ihr machen wollt. Ansonsten, ja, viel Spaß. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.